Linus Obexer, ganz, ganz herzliche Glückwünsche zu diesem riesen Sieg. Wie fühlst du dich? Ja, es ist unbeschreiblich heute. Eine riesen Leistung von der ganzen Mannschaft. Kämpft bis zum Schluss und verdient gewonnen. Sehr spezielle äußere Bedingungen haben geherrscht. Wie war es auf dem schneebedeckten Terrain? Ja, am Anfang war es brutal schwierig. Wo es noch geschneit hat, ist fast nicht unter den Ball kommen, fast nicht den Ball für spielen. Ja, meine Füße haben sich angefühlt wie zwei riesen Eisblöcke. Und es war nicht ganz einfach gewesen. Das Terrain hat so sehr viel Kampf und Einsatz gezwungen. Ist das schlussendlich vielleicht auch ein Vorteil für unsere Mannschaft? Ich glaube, wir waren von Anfang an brutal da. Wir sind jedes Duell reingegangen. Und ich habe gespürt, dass unsere Mannschaft heute alles geben wollte und den Match gewinnen. Du bist seit Spiel 1 Stammspieler, hast also auch den schwierigen Start miterlebt. Im Herbst hat er die wenigsten an den Verlauf geglaubt. Wie beurteilst du die Entwicklung und auf was führst du sie zurück? Ja, schwierig. Ich glaube, es ist irgendwo jetzt so ein Vorteil für uns, dass wir dort unten waren. Dass wir wissen, von was wir kommen. Und dass wir auch genau wissen, was es alles braucht, um dort herzukommen, wo wir wollen. Danke vielmals. ProCloud, Ihre Nummer 1 im Aargau für IT-Outsourcing und Cloud-Services. Patrick Rahmen, kapitale 3 Punkte gegen Lausanne. Wie fühlt sich das Sieg an? Ja, super. Nach dem Exploit in Genf, jetzt können Lausanne schlagen. Endlich, nachdem wir dreimal Unterschiede gemacht haben. Ist Zeit geworden. Und vorhin war es natürlich extrem schwierige Bedingungen. Vor allem die erste Halbzeit war ist grenzwertig. Aber es war der Vorteil, dass wir in Führung gegangen sind. Und die Mannschaft hat von Anfang an das umgesetzt. Wir sind bestimmende Mannschaft gewesen. Wir sind eine Spur aggressiver gewesen. Das Gefühl hatte, wir wollen es ein bisschen mehr sehen. Und darum ist es eigentlich über 90 Minuten dann auch hochverdient ein Sieg für mich. Du hast es angesprochen, bisher sind alle drei Duelle gegen sie unentschieden geendet. Wieso ist es heute gleich so eine klare Angelegenheit geworden? Ja, wir sind in Führung gegangen. Und haben dann eigentlich nicht zugelassen. Nach der Halbzeit sind sie mal ein bisschen aufgekommen. Da haben wir auch sehr gut reagiert. Sie haben zwar ein bisschen Ballbesitz gehabt, aber es war nie gefährlich geworden vom Goal. Wir haben das super verteidigt. Und nach so 10, 15 Minuten haben wir es wieder selber in die Hände nehmen können. Und dann haben wir können zuschlagen mit den Chancen, die wir hatten, das zweite und das dritte können machen. Und ich denke, der gesamte Match, vor allem in der zweiten Halbzeit, wo die Bedingungen besser geworden sind, wo der Schnee wieder ein bisschen weggegangen ist, haben wir mehr gespielt, sind bestimmend gewesen, ich denke, das 3-0 ist eigentlich so, wie es im Verhältnis auf dem Platz gesehen ist, gibt es auch her. Es hat erst relativ kurz vor dem Match angefangen zu schneien. Man hat nicht genau gewusst, wie sich es entwickeln wird. Was gibt man da als Trainer der Mannschaft auch für taktische Anweisungen mit für so schwieriges Terrain? Ja, heute haben wir es noch mal ein bisschen anpassen. Es war natürlich schon so, dass mit Wetterprognosen sind gesehen, mit ein bisschen Schnee, aber dass es dann liegen bleibt mit dem, hast du nicht können unbedingt rechnen. Und wo dann nach dem Warm-up gesehen hast, dass der Schnee liegen bleibt, haben wir natürlich schon gesagt, dass wir gewisse Sachen noch mal ein bisschen anpassen, dass wir hinten keine Risiken eingehen, dass wir in der gefährlichen Zone, in der eigenen Platzhälfte versuchen, schnell nach vorne zu spielen und auf die zweite Ball zu gehen. Nachher, als es besser geworden ist, haben wir dann das Richtige gemacht, haben wir wieder mehr Ballbesitz gehabt, über das Zentrum können spielen und haben so auch wieder unsere Chancen können holen. Also am Schluss ist eigentlich alles aufgegangen. Danke vielmals.